Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Vorab wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Sonntag und wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Die Links zu den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Bangkokpost.com berichtet heute am 1. August 2021. Das Land verzeichnete in den letzten 24 Stunden 133 neue Covid-19-Todesopfer und 18.027 Neuinfektionen, berichtete das Gesundheitsministerium am Sonntagmorgen. Es gab 17.653 Fälle in der Allgemeinbevölkerung und 374 bei Gefängnisinsassen. Und wir schauen uns auch einmal die Gesamtzahl der geimpften Personen in Thailand an. Das ist ein Artikel vom National News Bureau of Thailand. Die posten das auch immer jeden Tag, beziehungsweise die Anzahl der Menschen, die bereits die erste oder auch schon die zweite Impfdose erhalten haben. Und da sind wir jetzt in Thailand bei 17.685.974. Und wir gehen rüber zu thailandtipp.info. Da ist ein Artikel mit Quellenangabe Bangkok Post. Das Phuket Sandbox-Modell wird unter strengen Maßnahmen weiter umgesetzt. Phuket Premierminister Prayut sagt, die Regierung werde das Phuket Sandbox-Modell unter strengeren Maßnahmen weiter umsetzen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Die Regierung wird weiterhin das Phuket Sandbox-Modell betreiben, um ausländische Reisende willkommen zu heißen, da Phuket die Maßnahmen zur Kontrolle der Ausbreitung von Covid-19 verstärkt hat, wie zum Beispiel die Auferlegung von Beschränkungen für Arbeiter in der Provinz, sagte Regierungssprecherin Anucha unter Berufung auf den Premierminister. Darüber hinaus werden weitere Unternehmen und Aktivitäten, bei denen das Risiko besteht, dem Covid-Virus ausgesetzt zu sein, vom 3. bis zum 16. August geschlossen, um die Pandemie einzudämmen, sagte er. Herr Anucha sagte, das Phuket Sandbox-Modell, das am 1. Juli eröffnet wurde, habe bisher bereits einen Umsatz von rund 749 Millionen Baht generiert. Der Schritt von Herrn Anucha folgte der öffentlichen Kritik am Schicksal des Sandbox-Modells, nachdem Phuket jeden Tag einen Anstieg der Covid-19-Fälle verzeichnet hatte. Er sagte jedoch, dass die meisten Fälle in Phuket die Krankheit aus anderen Provinzen infiziert hätten, sodass das Programm von solchen Übertragungen nicht betroffen sei. Er sagte, wenn Thailand erfolgreich sei, werde die Regierung ähnliche Projekte auch auf andere Touristenattraktionen ausweiten. Gut, das klingt jetzt erstmal bezüglich der Phuket Sandbox vielversprechend. Es ging ja letzten Tage viele Meldungen rum, Ende der Sandbox, Einreisebeschränkungen hier und da. Aber wie es aussieht, ja, soll es erstmal weitergeführt werden. Allerdings auch da mit weiteren Einschränkungen sollte gerechnet werden. Der Phalang.com berichtet: Die Provinz Phang-Nga schließt ihre Grenzen. Phang-Nga. Mit Phang-Nga schließt nach Phuket die zweite Andamansee-Provinz vorübergehend ihre Grenzen wegen der dramatischen Zunahme der täglichen Covid-19-Neuinfektionen im Land. Von Dienstag, dem 3. August, bis Montag, dem 16. August, sind die Provinzgrenzen für den Reise- und Personenverkehr geschlossen, unter Ausnahme von Warentransporten und um die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Die Fahrer müssen jedoch vollständig geimpft sein oder müssen ein negatives Covid-19-Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegen. Ja, auch hier, wer sich da vielleicht vorgestellt hat, weiter nach der ASQ oder ja, der Sandbox Richtung Phang-Nga zu reisen, steht da jetzt auch vor geschlossenen Türen quasi. Der Phalang.com berichtet auch noch: Nok Air setzt Flugbetrieb einen weiteren Monat aus. Bangkok, die thailändische Fluggesellschaft Nok Air, hat die Aussetzung ihrer Inlandsflüge wegen der besorgniserregenden Covid-19-Gefahr im Land bis zum 31. August verlängert. Die Sonderflüge vom Utapao Rayong Pattaya International Airport zu sechs Destinations im Land, Chiang Mai, Phuket, Nakhon Si Thammarat, Udon Thani, Sakhon Nakhon und Ubon Ratchathani, werden jedoch fortgesetzt. Es wird erwartet, dass andere Fluggesellschaften dem Beispiel von Nok Air folgen und die Aussetzung ihres Flugbetriebes ebenfalls verlängern werden. Wir machen weiter und auch hier wieder ein Artikel von Thailand Tipp Info. Punkt Info mit Quellenangabe Bangkok Post.
Der neue Covid-19-Ausbruch wird die neueste Koh Samui-Sandbox nicht abschrecken. Koh Samui, das Zurückwerben von Touristen nach Koh Samui ist mit der Gefahr eines Aufflammens einer Covid-19-Infektion verbunden, die dem viel gehypten Sandkastenprogramm der Insel einen Knockout-Schlag versetzen könnte, berichtete die Bangkok Post. Die Entdeckung von mehr als 50 Covid-19-Fällen auf der Insel in der vergangenen Woche bestätigte die schlimmsten Befürchtungen der Insel. Die Tourismusunternehmen und die lokale Behörden haben jedoch den Rekord gewahrt und darauf bestanden, dass das Sandkastensystem, das als die touristische Lebensader der Insel gilt, weiter vorangetrieben wird. Koh Samui in Surathani ist nach Phuket die zweite Insel, die im Rahmen des Sandbox-Programms wiedereröffnet wird, das vollständig geimpfte ausländische Besucher willkommen heißt, die auf versiegelten Routen und mit obligatorischen Covid-19-Tests reisen müssen. Scrollen wir mal ein bisschen runter, das kennen wir ja schon. Das Samui-Plus-Modell wurde ja in der letzten Zeit häufig vorgestellt. Moment bitte, hier haben wir noch einen Teil. Alles ist gut. Therapong, der Bezirkschef von Koh Samui und Direktor des Covid-19-Situationsverwaltungszentrums des Bezirks, sagte, 185 ausländische Touristen seien als zweite Station durch die Sandbox von Phuket nach Koh Samui gekommen. Nur ein ausländischer Besucher war dabei mit Covid-19 infiziert und wird derzeit behandelt. Herr Therapong sagte, dass die Besucher, die die Reise über das inseleigene Sandkastenprogramm unternommen hatten, bei ihrer Ankunft auf Koh Samui getestet wurden. Auch bei negativen Ergebnissen müssen sie 3 Tage in ihrem Hotelzimmer bleiben. Am 4. Tag können sie ihre Zimmer verlassen und sich innerhalb der ausgewiesenen Zonen ihres Hotels auf den Weg machen. Am 5. Tag werden sie auch ein zweites Mal getestet. Zitat: Nach dem zweiten Test, sofern er negativ ausfällt, können die Besucher mit freiwilligen Covid-19-Erziehungshelfern im Schlepptau auf der Insel herumreisen. Zitat weiter: Sie können ab dem 7. Tag alleine aufbrechen, obwohl sie weiterhin im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsüberwachungssystems kontaktiert und verfolgt werden können, sagte er. Ja. Wenn man das immer alles so liest, wirkt es immer alles sehr kompliziert. Es ist nicht wirklich kompliziert, wenn man sich das alles in Ruhe durchliest, wie das Samui-Plus-Modell funktioniert. Aber dann hört man einen Test am 4., 5. Tag, dann hier Begleitung, 7. Tag negativ, dann darf man von der Route auf Aieoje. Also das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, aber das Samui-Plus-Modell kommt meiner Wahrnehmung nach anscheinend nicht so gut an wie das, wie die Phuket Sandbox. Da wurde auf jeden Fall definitiv mehr berichtet und da gibt es auf jeden Fall mehr Content zu in den sozialen Medien als über Samui Plus. Zu früh, um zu richten. Das Samui Plus Modell startete erst vor 2 Wochen und es braucht noch mehr Zeit, um sich zu beweisen, sagte Tawich, ein Berater der Koh Phangan Hotels and Tourism Association. Das Programm hat einige Rückschläge erlitten, da mehrere Flüge zwischen der Insel aufgrund der Ausgangssperre in den von der Pandemie am stärksten betroffenen Provinzen ausgesetzt wurden. Der Artikel geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Link dazu packe ich euch unten in die Beschreibung. Und dann habe ich noch einen Artikel. Derverlang.com berichtet: Corona-Stillstand in Thailand. Bangkok, während Phuket die Möglichkeiten und Gefahren des internationalen Tourismus in Pandemiezeiten testet und nun auch Koh Samui, Koh Phangan sowie Koh Tao ausländische geimpfte Urlauber willkommen heißen, liegt der Rest des Landes im künstlichen Corona-Koma. Das öffentliche Leben steht wieder einmal komplett still. Einkaufszentren, Restaurants, Schulen und sogar die Strände sind geschlossen. In einigen Provinzen gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Ausdrucksstarke Momentaufnahmen vom Lockdown in der thailändischen Hauptstadt finden Sie in der Fotostrecke. Bangkok liegt im künstlichen Corona-Koma. Da ist dann noch eine weitere Verlinkung. Da könnt ihr euch dann ja die Fotostrecke nochmal anschauen. Und einen Artikel habe ich noch, da lese ich euch auch nochmal kurz einen Teil von vor. Bangkokpost.com berichtet: Provinzen an der Grenze stehen vor einem Anstieg. Behörden befürchten Zustrom in Myanmar. Provinzen an der Westgrenze haben die Maßnahmen zur Bekämpfung des Anstiegs der Covid-19-Infektionen verstärkt, wobei Kanchanaburi eine provinzweite nächtliche Ausgangssperre verhängt hat, während sich die Armee darauf konzentriert, illegale Grenzgänger abzuschrecken, um Infektionen fernzuhalten. Ja,
In den Tambons und Districts, die unter die Anordnung fallen, wurden auch eine Ausgangssperre von 23 bis 4 Uhr verhängt. Außer autorisiertem Personal darf niemand die Bereiche betreten oder verlassen. Der Artikel geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich habe da gerade auch noch einen Teil übersprungen. Könnt ihr euch auch noch mal in Ruhe durchlesen, wenn ihr das möchtet. Ja, was bleibt zu sagen? Sperrungen, Maßnahmen, Einschränkungen, Beschränkungen, whatever. Es ist schwierig und unübersichtlich geworden in Thailand. Jeder, der jetzt vorhatte, einen ruhigen Urlaub in Thailand zu schieben, wie auch immer man das nennen mag. Jeder hat ja so seine anderen Gründe, warum er jetzt nach Thailand reist. Also für die Leute, die jetzt natürlich das machen, über die ASQ oder die Sandbox oder das Samui Plus Modell. Für diese Leute, die jetzt wirklich gedachten, ja, ich mache mal 4-5 Wochen entspannt ein bisschen Thailand reisen, was vielleicht noch vor einem Jahr möglich gewesen wäre, beziehungsweise nicht vor einem Jahr, als das dann mit dem ASQ losging, da war die Lage in Thailand diesbezüglich ja noch etwas überschaubarer. Jetzt ist es wirklich sehr schwer, wer vorhatte, andere Provinzen zu bereisen, muss sich da immer sehr genau informieren, ob das alles immer so möglich ist, wie man das sich vorstellt. Man muss ja Papiere teilweise vorweisen, etc. Es ist schwer geworden, es ist unübersichtlich geworden. Was sagt ihr denn zu dem Ganzen? Schreibt mir nochmal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sagt bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bleibt alle miteinander gesund und noch einen schönen Tag an euch alle. Macht's gut. Ciao, ciao.